Ja, meine lieben Freunde, vielen Dank, dass ihr auch wieder zu diesem Part eingeschaltet habt. Es tut mir wirklich mega, mega leid, aber ich habe nach dem Aufnehmen gemerkt gehabt, dass mein Mikrofon komplett übersteuert. Leider habe ich aber Outlast nicht die Möglichkeit, zu einem letzten Speicherstand zurückzukehren. Das heißt, ihr werdet das Video mit einer recht schlechten Audioqualität erleben. Fragt mich nicht wieso, ich habe jetzt das hier im Anschluss nochmal aufgenommen und ist auch kein Problem. Keine Ahnung. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß, es tut mir leid. Ich gucke, dass ich das Video möglichst kurz schneide, damit das nicht zu lang eine Folterung wird. Und ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Und einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zum nächsten Part von Outlast. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind hier in der brennenden Hölle das letzte Mal stehen geblieben. Und, ach ja, genau, Finger sind auch nicht mehr wirklich vollkommen am Start. Aber ich hoffe doch, ach du Scheiße. Ich hoffe doch, dass wir hier einen Ausweg finden werden. I had to burn it. All of it. Murtaugh took so much from us. Used us. Turned us into these things. Because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Wir müssen... Neues Ziel, schalte die Sprinkelanlage ein, um das Feuer zu löschen. Wir müssen ja. Wir müssen ja immer noch einen Weg nach draußen finden zu unserem lieben Vater. Aber als erstes anscheinend irgendwie das Feuer löschen. Also ich hätte jetzt eigentlich nichts dagegen, das ganze Ding hier abzubrennen. Mit den ganzen Ehren hier drin. Was mich einfach noch ein bisschen beunruhigt, ist. Dass so ziemlich alle noch leben. Warte mal. Vielleicht können wir noch irgendeinen Notizeintrag holen oder so. Dass noch alle von diesen Verrückten hier leben. Das regt mich halt ein bisschen auf. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie lange es noch geht. Scheiße. Ich sehe oben aber wieder gar nichts, ne? Man weiß halt auch nie, hinter welcher Ecke was lauert. Das war wegen der Tür gewesen. Vielleicht können wir hier noch irgendwas einsammeln. Nicht wirklich. Doch, hier haben wir was. Guck mal. Ein Journaleintrag. Nice. Lesen wir gleich. Ich will nur die Batterie natürlich wieder sparen. Alright. Batterien wären jetzt aber auch nicht schlecht, wenn ich was finden würde. Ich gehe mal kurz hier drüben gucken. So, gucken wir mal, was wir hier haben. Merkblatt zur psychopathologischen akuten Belastungsreaktion. Ja, wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsaktion, Reaktion, Entschuldigung, ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Markov-Erfolgsberater zu erhalten. Okay. Diese engen Gänge, die hasse ich ja wie die Pest, ne? Da kommen wir sowieso nicht rein. Gespeichert. Kann was Gutes oder was Schlechtes heißen, dass gleich wieder irgendwas Schlimmes passiert und wir sterben können. Das habe ich gemeint. Okay, hier ist ein Spinn zum Verstecken. Den müssen wir uns merken. Guck mal hier. Es ist kein Wasser im System. Öffnen Sie zuerst die zwei Ventile. Jo, natürlich. Wieso kann es nicht auch einfach mal einfach sein? Kann man so richtig vorstellen, was jetzt kommt? Okay. Guck mal, wer da hinten. Okay. Okay. Dieser Fettsack ist wieder da. Scheiße. Ich weiß halt auch noch überhaupt nicht, wo wir lang müssen. Noch spannend, dass der eigentlich immer wieder einen Weg zu uns findet, ne? Oh, der wird jetzt sicher seine Der wird jetzt sicher seine Route wieder laufen die ganze Zeit. Kommt der näher oder
geht da weiter weg? Ich weiß es gar nicht. Wir gehen mal raus. Er könnte jetzt auch einfach links sein, ich weiß es nicht. Okay. Der ist da hinten. Oh, ich weiß auch halt überhaupt nicht, wo ich langlaufen soll. Wo ist denn der lang? Ist der hier im Raum drin? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenn ich wüsste, dass da hinten was zum Ver... Dankeschön. Scheiße, Mann. Oh, das ist wieder so ein Riesenareal. Wo haben wir denn die zwei Ventile? Nice. Eins haben wir schon mal. Ich hoffe jetzt einfach, dass das Ding nicht anlockt. Es lockt ihn an. Im allerschlimmsten Fall, wenn der jetzt hier reinkommt, renne ich raus, wieder zum Eingang und verstecke mich in diesem scheiß Schrank. Geh. Ja. Wo will der lang? Okay. Och Mann, wieso müssen wir denn auch das Feuer löschen? Ich habe echt keinen Bock da drauf. Können wir nicht einfach raus hier? Da ist nichts rechts. Okay, da hinten ist er. Der ist da reingegangen. Der kann uns aber, glaube ich, trotzdem durch die Scheiben sehen. Kommt der hierher? Oh nein. Wo ist denn der? Das einzige Positive bei dem Typen ist, dass man durch die Kette ein bisschen hört, wo der ist. Oh nein. Oh nein. Nicht bewegen. Oh nein, da komme ich nicht lang. Gut, geh da lang. Das ist gut. Jetzt gehen wir da hinten lang. Waren wir hier schon? Nee. Verdammt, hier ist aber auch nichts. Mal eine Batterie rein. Der kommt hier rein. Ja. Okay. Ey Leute, ich habe jetzt schon wahrscheinlich keinen Plan, wie wir wieder am Anfang dahin kommen, wo wir die Sprengelanlage aktivieren können. Keine Idee habe ich.
Von da links sind wir gekommen, oder? Ah, guck mal hier, warte mal. Bäder, Cafeteria, Laundry. Da hinten ist nichts. Da war der eine Sprinkleranlage gewesen, also das Ventil. Aber da lass ihn erstmal rauskommen. Ich gehe da mal den Weg da noch weiter, das hilft uns vielleicht. Hier? Ah ne, hier ist der Start gewesen, verdammt. Okay. Oh nein, ich weiß nicht, wo er langkommt. Wo läuft der lang? Ich weiß es nicht. Scheiße, Mann. Da hinten war ein von diesen Schaltern. Ich gehe mal weiter. Also hier war einer von den Schaltern. Hier ist nichts. Was ist da hinten? Auch nichts. Den haben wir aktiviert. Ich musste mir jetzt erstmal einen Überblick beschaffen. Ja, ey. Wenn wir jetzt rauskommen. Okay, okay. Rechts können wir nicht. Das war die Sache gewesen jetzt hier. Oh Gott. Da hat er die Seite gewechselt. Nein! Ah! Verdammt! Mich würde interessieren, welche Tür er da aufbricht. Ich wette, da müssen wir rein. Das ist sicher so ein kleiner Hinweis. Der kommt jetzt eh hierher. Ich probiere trotzdem jetzt mal nochmal hinten hin. Oh mein Gott! Ich glaube, dazwischen kann ich mich quetschen. Lauf. Oh, sag mir nicht. Och, nö. Oh, wer kommt denn auf sowas? Alles klar. Ach du Scheiße. Okay. Komm, hier muss irgendwo ein Ventil sein. Aber da müssen wir ja trotzdem nochmal zurück, ne? Okay. Hier ist halt echt gefährlich, weil der uns hier ganz easy sehen kann bei dem Licht. Jetzt muss ich kurz überlegen, eigentlich müssen wir jetzt nur rechts. Oh nein. Lauf, lauf, jetzt hier. Oh. Oh. Oh mein Gott.
einfach leise sein. Mein Gott, das war so knapp gewesen. Ey, wa. Ey, ich verpiss dich doch, Mann. Okay, sehr gut. Nein! Nein, 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 nein! Okay, ich weiß, wo lang. Halt einfach den Mund. Scheiße. Okay. Also eigentlich dürfte der ja nicht mal zu uns jetzt kommen. Laut Outlast-Physik. Finde draußen Vater Martin. Errungenschaft freigeschaltet. Durchnässt. Die Frage ist, wo komme ich denn jetzt raus? Oder muss ich wieder zurück? Oh, ich weiß schon, wieso ich mich versteckt habe jetzt. Aber da war eigentlich kein Ausgang mehr gewesen. Wo ich jetzt eben war. Oh nein, man sieht ja noch weniger so. Wir müssen 100 Pro wieder zurück. Ich glaube, der hört uns auch jetzt weniger. Also hier kommen wir sicher nicht durch. Folgt der uns so halb? Lauf. Okay, der geht wieder zurück. Ey, ich glaube, wir müssen echt raus wieder, ne? Boah, dieser Engpass vorhin hat uns richtig den Arsch gerettet. Ich weiß halt nicht, ob wir wieder zurück müssen. Ist das hier gewesen, wo das ganze Feuer war? Ich glaube schon, ne? Ah, Batterie. Ich weiß halt nicht. Also ich glaube, wir sind hier richtig. Oh, scheiß Arschloch, ey. Gibt's noch was zu holen? Gibt's noch was zu holen? Gibt's noch was zu holen? Nee. Okay, wir sind draußen. Bevor wir aber rausgehen. Genau. Gucken wir mal hier. Betreff Sonderprojekt Bluebird. Allgemeines Problem in den letzten Monaten hat Bluebird verursacht. Mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendung herauszufinden, welchen Wert, falls überhaupt, SI und Age-Technik, Schlafinduktion und Hypnose für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. Boah, Alter, ich komme da ganz ehrlich, was, okay. Können wir durch Post-Haar-Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an?
Wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Fragezeichen. Jo. Also ich kann manchmal nicht ganz so viel mit den Texten anfangen. Also wenn ihr da ein bisschen mehr checkt als ich, fühlt euch frei, mir das einfach in die Kommentare mal reinzuhauen. Dann lese ich mir das durch. Eine Batterie wäre jetzt noch cool gewesen. Aber wir haben einen Weg nach draußen gefunden. Zum guten Vater Martin. Jetzt passiert... Als ob wir jetzt hier draußen... Finde Vater Martin. Boah, man sieht ja gar nichts, Leute. Also keine Sorge, das ist nicht nur bei euch so. Ich sehe auch überhaupt nichts fast. Ich folge einfach hier so ein bisschen den Lichtern. Und hoffe nur, dass hier draußen keine Gegner sind. Okay, ich brauche einen Schlüssel anscheinend. Für die Tür ist ein Schlüssel notwendig. Was heißt denn das jetzt? Das ist nicht Vater Martin? Ey, ich sehe, egal ob mit oder ohne Nachtsicht, ich sehe nichts. Oh. Journaleintrag. Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an, mein Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen und ich hoffe, dass du nicht dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da, ich warte auf dich. Wie metaphorisch. Wie lieb. Dass er die Aufgabe übernimmt, hier kommen wir auch nicht rein, die Nägel durch die Handflächen zu hauen. Da kommen wir auch nicht durch. Half alive are you? Steht doch da, oder? Ich kann es fast nicht lesen. Hä? Ey, das war ein Gespenst gewesen, ein Geist oder irgend sowas. Müssen wir dem folgen? Nee, warte, von hier sind wir doch jetzt gekommen, oder? Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Boah, wir haben bald keine Batterie mehr. Echt, ich muss einen Weg hier rausfinden. Da ist er wieder, guck. Okay. Anscheinend geht es hier nicht nur so um irgendwelche Mutanten, sondern auch irgendwie um Dämonen oder sowas. Ich bin gespannt. Guck mal, hier sind wir richtig. Den Schlüssel haben wir. So, Leute, das ist ein guter Zeitpunkt hier, geschützt vor dem Allwetter der Allmächtigen, um den Part zu beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich wieder um ein positives über ein positives Feedback freuen. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder rein. Haltet die Ohren steif, Leute. Euer Nier. Und ciao.